Herzlich willkommen bei TV Total. Heute wieder mit den TV Total TV-Tipps. Zum Wochenende zwei SSDS, GPS, Recall-Kandidaten und sogar Sexy Bob und Rode Weltmeisterin Susi Erdmann. Und hier ist wieder Ihr Gastgeber, Stefan Raab. Von Ihnen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Toll, unser Zuschauer Mike, wie Sie heute die Sendung angesagt haben, man hat das Gefühl, Sie wären sauer. Ja. Dann haben Sie aber gut gemacht. Ja? Aber Sie haben es freundlich gemeint, oder? Ja. Ja, ja, selbstverständlich. Gut. Sie erinnern mich ein bisschen an Haifisch mit der Flosse oben. Viele gucken mich so, warum gucken Sie mich so an? Habe ich irgendwas, ist das irgendwas anders? Auf das Jackett oder was? Ja, Schickimicki-Wochen bei TV Total, meine Damen und Herren. Weihnachtszeit, wenn man da clever ist, kann man bei der Caritas einiges abgreifen. Ja? So, ja, so läuft das bei uns. Was wollte ich sagen? Ach so, heute, meine Damen und Herren, wissen Sie, was heute ist? Heute ist Donnerstag, der 8. Was ist denn daran lustig? Ja? Donnerstag, der 8. Januar, ist daran lustig? Nein, das ist ein sehr wichtiger Tag, im Speziellen für alle Musiker, denn heute ist der Geburtstag von Elvis Presley, dem King of Rock'n'Roll. Elvis Presley wäre heute 69 alt geworden und etwa 720 Kilo schwer. Ja? Und ja, aber in dem Alter kann man, also wenn er noch leben würde, man kann in dem Alter auch noch große Erfolge feiern. Ja, das beweisen Nina Ruge zum Beispiel oder Madonna oder so. Und ich bin großer Elvis-Fan, meine Damen und Herren. Ich habe zu Hause, ich habe ja noch die ganzen Original-MP3s von Elvis Presley. Ja? Wenn Sie mich fragen. So. Dann habe ich was Interessantes bei Vox gesehen in der Sendung Süddeutsche TV. Und zwar geht es um Affen im Zoo. Ja? Und da ist ein Tierpfleger, der läuft so die Gänge entlang und durch Scheiben können sie da ins Affengehege reingucken. Und ein Affe hat offensichtlich nicht zur Kenntnis genommen, dass es sich um eine Scheibe handelt. Und pass auf, was passiert. Das heißt jetzt nicht, dass unbedingt alle Vögel zur Futterstelle kommen. Das entscheiden die also selber. Manche sind schon satt. Die haben heute Morgen, bevor wir das alte Futter rausgenommen haben. Aha! Ja. So ist das halt. So ist das halt. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt, meine Damen und Herren. So, dann noch was zum Thema Affen. Beim NDR in der Sendung Ein Wald voller Affen gibt es eine ähnliche Situation. Diesmal kann der Affe aber nichts dafür. Schauen Sie bitte, wie die Affeneltern mit dem Affenjungen umgehen. Manchem jungen Männchen fehlt diese Gelassenheit. Fühlen Sie sich geärgert, strafen Sie hart. Ja. Ist es denn? Was denn? Mir hat das ja auch nicht geschadet, ja? So, dann bei Sat.1 habe ich in der Sendung 24 Stunden. Es geht weiterhin um Tiere, meine Damen und Herren. Wir haben Ihnen mal einen Ausschnitt gezeigt, mehrere Ausschnitte, von einem Tierfänger in Berlin, ja? Der hat einmal, musste er Katzen fangen, dann beim nächsten Mal musste er Hunde fangen, dann musste er Fledermäuse, die sich in einer Wohnung verirrt hatten, fangen. Und er war damals schon der schlechteste Tierfänger, den wir jemals gesehen hatten. Ja? Denn er hat natürlich keines dieser Tiere auf Anhieb gefangen. Und wir haben einen neuen Ausschnitt von ihm, wo er auf Katzenjagd ist. Auch hier klappt es nicht so richtig. Schauen Sie mal. Vorsicht. Ja, sehr gut. Schön hinten fest, hinten fest, hinten.
Hebt mal hoch, die hebt mal hoch. Hochkant, hochkant. Kommen Sie mal raus mit dem Korb. So. Au. Au. Aufmachen. Ja, ist dann gut. Nizi, komm mal her. Nizi. Komm her, Nizi. Ja, so. Finger weg. Ja, Nizi. Nizi. Das arme Tier. Als ich das zuerst gesehen habe, war mir im ersten Moment gar nicht klar, wer da wen fangen will. Ja? Aber es gibt da ganz eine einfache Methode. Man hätte die Katze einfach gegen die Scheibe werfen sollen. Ja? Wie der Gorilla eben. Paff! Ja? Selber schuld. So, jetzt kommt eine junge Frau zu uns, die unfassbar erfolgreich als Rennrodlerin war, dann zum Damenbobsport gewechselt hat, als eine der ersten und Bronze bei den Olympischen Spielen 1992 in Albertville gewonnen hat und mehrfache Weltmeisterin im Rodeln und Bobsport. Und sie hat sich für den Playboy entkleidet, meine Damen und Herren. Heute Abend bei uns zu Gast Susi Erdmann. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Ja, freut mich, dass du mal zu uns gekommen bist. Ich bin ja auch Bobbahnsportler. Ja? Sozusagen. Ich bin nicht im Bob unterwegs. Wäre das eine Sache, die man erlernen kann? Also kann man die als, sagen wir mal, mehr als Rutscher wie ich, ja, kann man Bobfahren erlernen oder ist es sehr schwer? Also ich denke mal so, wenn du dir ein bisschen Zeit lässt, könntest du es schaffen, aber vom Athletischen her, denke ich, wird es ein Problem bei dir. Was? Ach, wird es ein Problem? Ja. Was heißt denn, was muss ich denn da groß können? Ski anschieben, ist das, was den Bob da schnell macht? Oder? Ja, also man braucht halt eine gewisse Schnellkraft, weil das Gerät wiegt ja fast 200 Kilo und das muss man halt um 60 Meter so schnell wie möglich beschleunigen und ja, brauchst viel Kraft, da hol ich mir einen und laufen können. Ja, da kann doch einer hinten, ist doch noch einer dabei, oder? Du fährst ja nicht alleine. Das ist richtig, aber um richtig schnell zu sein am Start, muss natürlich das zu zweit gemacht werden. Bist du die Beste im Moment? Die beste Bob-Sportlerin? Also im Moment für die Sandra Prokhoff. Ah, okay. Und ich auch bin, eine sehr gute. Genau, ich bin kurz dahinter und wir zwei catchen uns immer einen aus. Aha. Du bist aber, sagen wir mal, die erotischere. ich hab mir diese Bilder ja mal angeguckt im Playboy. Sehr, sehr, also. Wie gesagt, hervorragend. Ja, haben wir mal. Das ist im aktuellen, oder? Der aktuelle Playboy. Aber können wir mal ein paar Bilder zeigen? Stört dich das? Nein, oder? Nö. Deswegen hast du sie ja gemacht. Genau. Da hinten, damit da jeder sehen guck kann. Mal hier. Da warst du schlafen. Und hier. Das war, wo war das denn? Oh, ja. Wir haben die Fotos auf Island gemacht und ich muss sagen, es war allerdings ein sehr, sehr harter Job, weil wir hatten teilweise 12 bis 8 Grad. Ja, sieht man. Ja. Und das hieß halt wirklich, aus dem Jeep raus, 2 Minuten fotografieren, ja, wieder reinspringen, weil es wirklich... War Island ein Wunsch von dir? Ja, also ich habe gedacht, naja, so, ich bin eher der natürlich sportliche Typ und ja, ich wollte halt viel mit schöner Natur und... Das lenkt mich jetzt sehr ab, wenn ich in Richtung von Suchen da hinten die ganze Zeit die Bilder. Aber machst eine gute Figur. Ja, ja? Danke. Also das ist also doch. Ist natürlich Geschmackssache. Ich mein, was heißt Geschmackssache? Na, sieht doch gut aus. Du hast doch eine gute. Guck mal hier. Ja. Du bist doch, du machst, also du bist ja relativ groß, ja? 1,86. Aber die Proportionen sind richtig gut verteilt, kann man sagen. 1,86 bist du? 1,86. Ist das Größe wichtig beim Bobfahren? Ja, früher beim Rodeln war es eher ein Nachteil und jetzt beim Bobfahren ist es eigentlich okay. Ist genau Gewicht ist ja wichtig beim Bobfahren auch, oder? Nee. Und das ist ja praktisch, wenn man 1,86 ist, da kann man das gut verteilen. Das ja? ist richtig, das ist der Vorteil. Genau, ja, wenn man 70 Kilo auf 1,32 Meter verteilen muss, ist es schwer. Ja? Wie beim Hackelschorsch zum Beispiel.
Und hat man dich lange überreden müssen für diese Fotos? Sagen wir so, das erste Mal habe ich abgesagt. Ich hatte im Winter schon mal das Angebot und ich musste mir das schon eine Weile durch den Kopf gehen lassen. Aber ich habe das Team dann von Playboy kennengelernt und die waren sehr nett und es hat richtig Spaß gemacht. Ja, und das ist natürlich auch gut, weil man gerade in eurem Sport ist es ja mit Sponsoren nicht ganz so einfach. Ja? Vielleicht solltet ihr mit dem Boss mal so eine Skischanze runterspringen, dann glaube ich, sind die Sponsoren auch schneller dabei, oder? Naja, du machst uns ja einiges vor mit deiner Wok-Weltmeisterschaft. Also ja, kannst gerne mitfahren. Kannst gerne in den Wok-Sport einsteigen. Wir suchen noch talentierte Menschen. Wenn du das nächste Mal dabei sein möchtest. Ich werde es auf jeden Fall mal versuchen, aber ich werde auf jeden Fall bis 2.6 dem Bobsport treu bleiben. Wir haben uns ja schon getroffen, das kann ich ja mal verraten. Und zwar, wir haben Bobbahnen getestet, Wokbahnen sozusagen. Kurz vor Weihnachten haben wir mit unseren Woks in Innsbruck und in Altenberg Bahnen getestet. Und wir sind in Altenberg gefahren. Königssee, natürlich, Altenberg. Und da hast du gerade trainiert. Genau. Und da hat sie uns mit den Vox runterfahren sehen und hat gesagt, das wolltest du eigentlich nicht machen, oder? Naja, also ein bisschen Respekt vor mir, oder? Naja. Vor hab ich so, oder du hast mich halt einfach dreist belogen. Das kann natürlich auch sein. Lieber Stefan, fahr mal mit mir und dann wirst du Respekt haben. Wir haben an die 100 Stundenkilometer gefahren. Ja, wir sind noch ein Stück schneller. Ja, ich fahre dann auch mal mit. Ich hoffe. Ja? Okay, ich hoffe, dass du bei uns mitfährst. Und was machst du eigentlich? Also ist das dein, kann man das hauptberuflich machen? Nee, also hauptberuflich nicht. Hauptberuflich bin ich bei der Bundeswehr. Ach, das ist bei Wintersportlern ja wirklich sehr ausgeprägt. Hauptfeldwebel ist mein Dienst. Du bist Hauptfeldwebel? Ja. Oh, da bin ich ja unter dir. Ja, stramm stehen bitte, ne? Schützerab, nee, was bin ich eigentlich? Fliegerab bin ich. Und, ja, ich bin nicht befördert worden zum Gefreiten damals. Wo warst du? Bei der Luftwaffe. Luftwaffe? Ja. Na, ich bin Sanitäter. Ach so! Ja. Ah! Muss man früh anfangen mit dem Rodelsport? Ich kann das immer noch nicht genau. Ich kann es nicht so genau analysieren, was denn da jetzt nun die Geschwindigkeit ausmacht. Das sind ja beim Bobfahren sowohl als auch beim Rodeln teilweise ja nur Tausendstel Sekunden. Also Tausendstel, ich habe eine Weltmeisterschaft 89 gewonnen mit 7000stel. Das ist ja nichts. Na, wir haben ausgerechnet, das waren 15 Zentimeter. Ja, aber da kann man doch nicht sagen, dass du schneller warst als die anderen, oder? Ja, das ist halt. Also das sind doch wirklich nur. Ja, aber ich sage, lieber steht die Zeit am Ende, als zum Beispiel wie beim Eiskunstlaufen oder beim Turnen, wenn du nach deiner Nase benotet wirst, das wenn ein Punktrichter das nicht gefällt. Und ich habe lieber dann die Zeit stehen und die Zeit ist einfach korrekt. Und wenn so eine. Was lachen die jetzt? Ich weiß auch nicht warum. Sehe ich doof aus oder was? Sagen Sie, was sagen Sie? Ich glaube, ich weiß was. Unser Publikum, ich glaube, das Publikum hat sich anhand der Terminologie amüsiert. Du sagtest, wenn die Zeit steht, dann ist alles korrekt. Und dann gibt es so dreckige Schweine bei uns im Publikum, die dann aus dem Begriff steht, sexuelle, minderwertig sexuelle Machenschaften ableiten. Ja? Vermute ich jetzt mal. So, aber wir müssen uns mal was anschauen, Susi. Ja. Und zwar möchte ich dir mal gerne, kennst du hier ab 4 beim MDR? Ich habe nur gehört davon. Also warst du noch nicht zu Gast? Nein. Da sind häufig auch Sportler zu Gast und da werden so Spiele gemacht mit Telefonkandidaten. Mhm. Und die müssen anrufen und wenn sie die Lösung wissen, müssen sie sich durch ein Geräusch melden, damit der Moderator unterscheiden kann, wer denn jetzt sozusagen als erster die Frage gewusst hat. Mhm. Also wie so ein Buzzer, ja? Und die einen machen dann und die anderen machen so. Und dann wissen sie ungefähr, wer als erster die Antwort geben möchte. Und da gibt es unterschiedliche Kandidaten, die sich unterschiedliche Geräusche ausdenken. Und Frau Leipold hat angerufen und das möchte ich Ihnen mal zeigen. Schauen Sie mal hier. Ich setze Sie kurz auf die Warteschleife und dann müsste nämlich noch ein Anrufer drin haben. Hallo. Ja, hallo, hier ist Leipold aus Halle. Hallo, Frau Leipold. Grüße Sie. Hallo. Was haben Sie sich für ein Geräusch überlegt? Eine Pfeife, also eine Trillerpfeife. Pfeifen Sie doch mal. Ja, pfeifen Sie ruhig. Ja, das war Frau Leipold. Vielleicht kann man der Frau Leipold. Vielleicht kann man der Frau Leipold einen Tipp geben, Frau Leipold. Die Pfeife nicht in die Nase stecken, sondern
in den Mund stecken. So, dann kam auch eine Kandidatin, die auch ein tolles Geräusch sich ausgedacht hat, und zwar Topfdeckel. Pass auf. Das vierte Adventsrätseltürchen werden wir jetzt öffnen. Zuvor brauchen wir natürlich zwei Mitspieler. Wer ist da in Leitung 1? Ja, hallo. Hallo, wer sind Sie? Viola Malung. Ulla. Viola. Viola, was machen Sie denn für Lärm? Zwei Topfdeckel schlagen. Können wir mal hören? Ja. Das ist ja wieder wie die größte Glocke der Frauenkirche. Warte. Oh. Wir haben es gehört, Viola. Super. Warte, Prima. Was war denn da los bei Viola? Amoklauf. Peng, peng, peng. Ja. Das Duracell-Häschen ist Amok gelaufen bei Viola zu Hause. Und dann ein toller Kandidat, der möchte auch ein Geräusch machen, kann aber nur nicht so richtig erklären, was für ein Geräusch er eigentlich meint. Hören Sie mal. Leitung 2, wer ist da? Ja, hier ist er, Dieter Alsleben. Dieter, von woher rufen Sie an? Aus Rossleben. Aus Rossleben. Und was ist das Geräusch? Was ist denn das? Eine Fäfe. Eine Fäfe? Eine Fäfe. Eine Fäfe? Was ist das denn? Eine Pfeife. Manchmal in Sachsen wahrscheinlich, oder? Ja. Ja. Du kommst auch aus Thüringen, kommst du, oder? Na, Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt? Genau. Du bist. Harzerin. Aus dem Harz. Aus dem Harz. Brocken, wo gibt's denn? Sagt dir das was? Der Brocken, natürlich. Ja. Ein großer Berg im Harz. Der größte, der höchste. Na, die Berg. Meisten wissen nicht, dass das der größte Berg Mitteldeutschlands ist. Ach, was heißt denn das? Gibt's einen. Was zählt denn alles zu Mitteldeutschland? Niedersachsen noch? Na, das ist ja Mitteldeutschland im Harz. Ja, aber der Harz alleine ist ja nicht Mitteldeutschland. Nein, da kommt halt Sauerland noch dazu. Das ist auch Mitteldeutschland? Natürlich. Aha. So kann man sich rausreden als Ossi, oder? Ich komme aus Mitteldeutschland. Naja. Wo kommst du her? Genau. Wo kommst du her? Ich komme aus Mitteldeutschland. Ja, nein, ich wünsche dir viel Erfolg bei den Olympischen Weltmeisterschaften hier im Königssee. Und wenn ich Zeit habe, komme ich vorbei. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir dich bei unserer nächsten WOC-Weltmeisterschaft begrüßen könnten. Und Bescheid. Sponsoren, wenn Sie uns zuschauen, Susi Erdmann, kann ich nur sagen, da liegt die Zukunft. Ja? Und ja, viel Erfolg und vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Susi Erdmann, meine Damen und Herren. Ich komme aus Mitteldeutschland. Das ist auch was. Westdeutschland, Ostdeutschland, Mitteldeutschland, Norddeutschland und Süddeutschland, oder? Wir sind ja Westdeutschland dann. Sowohl als auch. So, meine Damen und Herren, jetzt ist es wieder soweit. Stefan sucht den Super Grand Priester. Heißt es heute noch mal hier bei uns in der Sendung. Denn heute werden wir noch zwei Kandidaten vorstellen, die dann morgen auch wieder da sind, aber zusammen mit weiteren 7, also 9 insgesamt. Und morgen Abend um 22 Uhr, nicht wie ich die Woche über gesagt habe, um 22.15 Uhr, sondern um 22 Uhr, findet hier unsere erste große SSDS-GPS-Ausscheidungsshow statt mit unserer Jury Thomas Anders, Joy Fleming. Und 9 Kandidaten werden antreten und 6 werden morgen schon rausfliegen. Und das machen wir die nächsten 3 Wochen so weiter, bis wir dann in unserer Endrunde nur noch 9 haben, und wir haben sehr gute Kandidaten. Aber erst möchte ich Ihnen noch mal zeigen, falls Sie sich fragen, was ist eigentlich Casting? Ja? Kann ja sein, dass Sie es mir bisher immer noch nicht wissen. Ja? Dann zeige ich Ihnen jetzt noch mal, was Casting eigentlich ist. Schauen Sie hier. Die Welt ist voll mit Menschen und jeder will ins Fernsehen, so wie der hier zum Beispiel. Also wie sieht es aus, was soll es für eine sein? Das ist eine Einjährige. Um ins Fernsehen zu kommen, tun die Menschen alles. Nee, du kommst nicht ins TV. Okay, okay, noch eine Chance. Aber nur, wenn du mir den Esel machst. Na, wie macht der Esel? Oh, oh,
Fein. Aber nicht jeder ist so nett wie ich. Und weil sich im Fernsehen schon so viele Menschen breit machen, so wie er hier, wurde das fabelhafte Casting entwickelt. Es gibt mittlerweile Castings für alles, sogar für Synchronsprecher bei Zeichentrickfilmen. Ja, fester, beweg dich. Ja. Oh, machst du das gut? Oh, prima. Ja. Oh mein Gott, ist das geil. Ja. Oh, ist das wunderbar mit dir. Ja. Oh Gott. Ja. Wo soll das nur hinführen? Ja, mal gucken gehen, mal dann mal gucken. Und mein Sohn, wenn wir mal gucken gehen, mal gucken, wenn das wirklich. Doch, das ist schön, wirklich, also echt. Das Vorcasting ist aber keine Erfindung des Menschen, sondern der Natur. Hören wir mal rein. 25 years of my life and still. Hier wird gerade entschieden, wer in die Eizelle darf und wer nicht. Normalerweise ist dieses Casting unfehlbar. Nur einmal ging's daneben. Bekannteste Castingform ist jedoch das Popstar-Casting. Aber was ist eigentlich so ein Popstar-Casting und warum will da jeder hin? Meine Mama hat mir nämlich dazu gesprungen. Das Ganze funktioniert so. Ein super erfolgreicher Produzent ruft: Ich bin auf die Suche für Talent. Und damit auch schön viele kommen, lockt er mit Ruhm und Geld. 500 Euro! Vorher machen sich die angehenden Popstars aber noch ein bisschen hübsch, denn es kommt ja nicht nur auf Talent, sondern auch auf die Ausstrahlung an. Einige putzen sich ausnahmsweise sogar mal die Zähne, denn eine wichtige Castingregel lautet: Wenn ich keine strahlend weißen Zähne habe, dann kann ich gar nicht mehr lachen. Dann müssen sich die Bewerber einer sogenannten Jury stellen. Diese Jurys bestehen aus total kompetenten Ikonen der Musikszene. Und wenn sich Hinz und Kunz dann die Seele aus dem Leib singen, sitzt die Jury so ein bisschen rum und übt konstruktive Kritik, wie zum Beispiel: The gleaming star surrounds her mind. Black velvet and a little boy's smile. Unmöglich. Surely come away, hey. Hey, hey. Du dumme Sau. Wer an dieser Stelle des Castings schon rausfliegt, ist meistens total aufgebracht. Also ich finde das unter aller Kanone. Also wenn man so einen ehrenwerten Titel trägt, sollte man mit den Konsequenzen bewusst sein, die man dann bei so einem Verstoß widerfährt. Genau. Wenn man aber zum sogenannten Recall in die nächste Runde eingeladen wird, dann sind alle total stolz auf einen. Ich bräuchte, dass ich beide wieder. Sonst. Ich weiß nicht, was ich sagen kann, das ist wirklich weiter. Das geht so lange, bis dann ganz am Ende nur ganz wenige übrig sind und der alles entscheidende Anruf vom Produzenten kommt. Frau Kowalski, ich habe gute Nachrichten. Sie sind in der Band. Oh ja, euer Band, das könnt ihr, wisst ihr, wo ihr euch das hinstecken könnt? Im Hintern. Tja, und wofür das ganze Popstar-Castings-Gedöns? Nur für die Kohle? 500! Schnauze! Für den Ruhm? Nein, alle wollen nur aus einem Grund Popstar werden. Deshalb! Unser erster TV-Auftritt. Yeah! Am kommenden Dienstag. Wo? Wo? Bei Stefan Raab. Ah! Ja, meine Damen. Das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. So, und jetzt haben wir zwei Kandidaten für Sie. Ein junger Mann, der in unserer Castingbox Folgendes von sich gegeben hat. Bitte schön. Down around the corner, half a mile from here. See them on train running and you watch them disappear without love. Where would you be right now? Na, na, na. Ja, meine Damen und Herren, und hier ist Marcel. Herzlich willkommen. Ja. Ganz schön Druck hast du in der Stimme, oder? Nur in der Stimme, ja. Ja, okay. Ja, du bist wie alt? 26. 26? Kommst du woher? Aus Darmstadt. Was machst du? Das ist
Die schönste Stadt Hessens. Ja. Natürlich. Ja. Ja. Und was machst du normalerweise? Studieren. Was studierst du? Ein bisschen auf Lehramt. Was? Geschichte und Deutsch. Geschichte und Deutsch? Mhm. Mit Singen professionell hast du was am Hut? Spielst du in der Band? Oder ich spiele in der Band. Kann ich jemanden grüßen? Ja? Gruß an die Jungs von Chakwa Spirit. Wie heißt die Band? Chakwa Spirit. Chakwa Spirit. Ja, genau. Gut. Ach so, ach, das steht auch hier drauf. Ja, extra anschließend. Chakwa Spirit, okay. Und was möchtest du, hast du dich schon mal bei einer anderen krassen Show beworben? Nee, noch nicht. Warum nicht? Sag ruhig, warum hast du dich zum Beispiel nicht bei Deutschland sucht den Superstar beworben? Okay, wer war da in der Jury? Das waren die Jungs... Der Gitarrist von Thomas Anders genau, war in der Jury, dann und hier die anderen Pfeifen. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen schleimig, aber es ist wirklich die Wahrheit. Ja. Es sind natürlich kompetente Menschen hier in der Jury, die von Musik was verstehen. Das ist wirklich der Grund. Das stimmt. Es ist auch so. Ja. Nee, ich lass mich lieber. Moment. Ja. Ich lass mich lieber von jemandem beurteilen, der auch selbst Musik macht und Gitarre spielen kann, jetzt zum Beispiel. Oder die anderen von deiner Jury sind ja auch kompetent. Und selbstverständlich. Es macht mehr Sinn irgendwo, als von jemandem sich beurteilen zu lassen, der nur so tut, als ob. Exakt so sieht es aus, Marcel. Du bist weiter. Ciao. So. Ja. Das wird schwer morgen Abend, sich da zu entscheiden, wenn Sie uns diese Woche zugeschaut haben, dann haben Sie ja schon einige Kandidaten gesehen. Das wird wirklich schwer. Da sind sehr viele gute Leute dabei. Auch die nächste junge Dame hat bei uns in unserer Castingbox das hier von sich gegeben. Auch nicht schlecht, schauen Sie sich das an. Just show me the way to get my life again. You can handle me. Said I'm out of love, set me free. Baby, it's you. I'm out of love. Und hier ist Vanessa, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ja, Vanessa, herzlich willkommen. Du bist wie alt? 19. 19. Was hast du bisher gemacht? Bist du noch zur Schule gegangen? Oder? Ja, letztes Jahr Abi und jetzt warte ich auf meine Aufnahmeprüfung. Aufnahmeprüfung wofür? Für Tanz, Gesang und Schauspiel möchte ich studieren. Tanz, Gesang und Schauspiel? Ja. Falls eins nicht klappt, kann man das andere ja noch machen. Ja. Genau. Und spielst du schon in der Band? Oder Ja, bei den Zeugen des Sofas. Was ist das denn? Die Zeugen des Sofas? Ja, so heißen die, ich weiß auch nicht. Ach so. Ich bin da, die haben schon so geheißen, als ich Deutsch, hier gekommen bin. Ach so, deutsche Texte oder was machen? Nee, Cover. Ach so, Covermusik. Ach so, einfach nur so alles lustig Zeugen des Sofas genannt. Einfach sehr lustiger gut. Name. Ja, musst du da auch immer mit, so einem, mit dem Lachturm an der Fußgängerzone stehen. So, naja, wo kommst du her? Aus Hagen. Aus Hagen. Mhm. Da kommt ja auch Nena zum Beispiel her. Richtig. Eine berühmte Musikerstadt der neuen deutschen Welle. Hm? Ja. Sehr, sehr gut. Sehr hohes Niveau. Ich bin echt überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so viele gute Leute finden, oder? Und das kommen ja nächste Woche und übernächste noch welche dazu. Das wird unfassbar schwer. Ja, wir haben so viele gute Leute, so viele sind in den ganzen 20 Castingshows bisher noch nicht gefunden worden, meine Damen und Herren. Ja, wirklich. Ach, wirklich? Ja, natürlich. Und das war's für heute, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Abend noch. Bis morgen. Tschüss.